Ja, und über die aktuelle Situation möchte ich jetzt auch sprechen mit Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben es gerade in dem Beitrag schon gesehen. Sie warnen davor, dass wir wieder kurz vor Schulschließungen stehen. Das ist natürlich das Horrorszenario für alle Schüler und auch Eltern. Was kann man jetzt tun, um diese Schließungen zu vermeiden? Beziehungsweise gibt es auch schon die ersten Schließungen? Ja, also in der Tat, es gibt leider schon die ersten Schließungen. Also wir haben ja in den Hotspot-Ländern, also insbesondere zum Beispiel in Sachsen, haben wir ja schon Dutzende von Schulen, die schließen mussten, weil das Infektionsgeschehen, die Infektionsausbrüche so heftig waren. Natürlich kurzzeitige Schließungen, aber trotzdem, also die Dynamik ist nicht zu übersehen. Und das Problem ist ja, dass die Gesundheitsämter mit den Kontaktrückverfolgungen im Bereich der Schulen und auch sonst in der Gesellschaft überhaupt nicht mehr nachkommen. Das heißt, ein positiver Test an der Schule führt nicht mehr unbedingt zu Quarantänemaßnahmen. Wie kann es sein, dass wir jetzt schon wieder in dieser Situation sind? Man hat das Gefühl, es ist wieder 2020. Jetzt ist ja ein Jahr später, man hätte dazulernen müssen. Sind die Schulen diejenigen, die da geschlafen haben? Oder ist es tatsächlich die Politik? Warum ist für die Kleinsten nicht besser vorgesorgt worden jetzt? Also es sind nicht die Schulen. Ich glaube, die Schulleitungen und die Schulen selbst, die machen alles, was möglich ist. Ja? Wobei man natürlich auch nicht sozusagen die staatlichen Vorgaben ignorieren kann. Also wenn ein Land sagt, Masken sind nicht notwendig, obwohl die Zahlen durch die Decke gehen, dann kann die Schule nicht selbstständig das anordnen. Das Gleiche ist natürlich die Frage mit den Raumluftfilteranlagen. Es sind Hunderte von Millionen der Förderprogramme noch nicht abgerufen worden. Das ist ein Skandal. Also viele Schulträger stehen da nach wie vor auf der Bremse. Die müssen ja die Hälfte selbst finanzieren. Und auch bei den Testkonzepten gibt es enorme Defizite. Also ich nenne jetzt nur mal das Bundesland Thüringen, das die Testpflicht erst ausgesetzt hat und jetzt sagt, frühestens Mitte Dezember sind wieder ausreichend Tests für Schulen zur Verfügung. Ich meine, sowas ist eine skandalöse Politik, das kann man nicht anders nennen. Jetzt treffen sich morgen ja die Länderchefs zur Ministerpräsidentenkonferenz. Die haben wir schon sehr oft in dieser Pandemie gesehen. Welche Erwartungen, welche Forderungen haben Sie, die morgen ganz konkret beschlossen werden müssen, um die Situation dann endlich besser zu machen, damit man zumindest mit einem guten Gefühl seine Kinder in die Schule und in die Kita schicken kann? Ja, also unsere Forderungen richten sich natürlich gleichermaßen an die Ampelkoalition, die künftige Ampelkoalition, die ja im Bundestag auch morgen Beschlüsse fassen wird, und auf der anderen Seite an die MPK, an die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Ich glaube schon, dass wir wieder ein einheitliches Regelwerk bräuchten, zumindest einen Orientierungsrahmen, bei welchen Inzidenzen, wir haben ja Inzidenzen von über 2000, 3000 in der Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler in manchen Regionen, ab welchen Inzidenzen wir wieder besondere Gesundheitsschutzmaßnahmen an Schulen brauchen, Maskenpflicht, regelmäßige Testungen, notfalls eben dann auch, was wir alle nicht hoffen, aber was natürlich möglich wäre, Wiederherstellung des Mindestabstands, das ist Distanzunterricht. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt, dass man sozusagen nur plant, Schulschließungen generell zu verbieten, ich meine, das ist unsere Hoffnung, aber eine Maßnahme zu verbieten in solchen dynamischen Pandemiezeiten, das heißt ja, bevor die Schulen werden zur Durchseuchung freigegeben. Anders, glaube ich, kann man das nicht interpretieren. Also man darf, glaube ich, kein Mittel in der Pandemie aus der Hand geben, auch wenn man es nicht anwenden möchte. Aber darauf zu verzichten, ist, glaube ich, grob fahrlässig. Vielen Dank, Herr Meidinger, für diese Einschätzung. Vielen Dank an Sie.